mache die Ausbildung zur diplomierten sexologischen Körpertherapeutin. Und das beinhaltet, dass man den Teil Sexbot hat oder abschließt, diese zwei Vor-Ort-Module, sowie einige Tantra-Massage-Kurse besucht und das Modul somatische Sexualberatung und am Schluss dann noch eine Diplomarbeit. Also ich finde die Ausbildung zur sexologischen Körpertherapeutin eine super Ergänzung für mein sonstiges Leben, für meinen Beruf, für mein Privatleben. Ich arbeite als Psychiatrie-Pflegefachfrau und dort die Therapie oder die Unterstützung, die findet ohne Berührungen statt. Das ist alles verbal. Und ich bin auch sonst, finde ich, in meinem Leben, wie ich aufgewachsen bin, aus einer akademischen Familie, sehr eher kopfmenschig aufgewachsen. Und habe irgendwo immer gesucht, einen Ausgleich mit dem Körper. Ich bin schon immer sehr körperlich gewesen. Aber ich habe nie etwas gefunden, wo ich intensiv dranbleiben kann. Und diese Ausbildung ist jetzt für mich so diese super Ergänzung, dass ich das alles integrieren kann, weil die Psyche beeinflusst den Körper genauso wie der Körper die Psyche. Also es ist eines. Und daher finde ich es eine super Ergänzung und ich kann auch vieles nützen, das ich lerne in dieser Ausbildung, in meinem Beruf. Es wird immer noch zu wenig angesprochen bei Menschen, die Schwierigkeiten haben im Umgang mit ihren alltäglichen Sachen auch, wo ich viel damit konfrontiert werde im Beruf. Und da gehört natürlich der Körperbezug auch dazu. Ja. Dafür kann ich es gut brauchen. Und dann ist es auch so, dass ich schon immer gerne oder in meinem Freundeskreis schon immer die war, die am meisten darüber geredet hat und immer Fragen über die Sexualität gestellt hat. Und das haben meine Freunde auch immer geschätzt, das weiß ich. Und jetzt hat es wie noch eine andere Legitimität für mich erhalten. Und es wird immer spannender und immer tiefgehender und auch schön zu sehen, dass das Interesse in meinem Umfeld, durch das ich es mache, auch viel größer wird für das Thema Sexualität. Und dass es einen Einfluss hat auf meine Familie, auf meine Freunde, auf eigentlich mein ganzes Umfeld, weil ich es ja auch gerne raustrage. Und das ist schon schön zu sehen, rein, dass das schon etwas bewirkt bei vielen. Ja. Und ich hoffe auch, dass es immer mehr Sextherapeuten gibt, die dann auch ihre Klienten weitergeben zu Sexological Bodyworker, weil die dann die Themen besprechen und dann auch umsetzen können in einer Körperarbeit. Das wünsche ich mir für diese Welt hier.